Leute, es ist jetzt nicht einmal viel Zeit mehr bis zu The Final Shape, weniger als eine Woche. Das heißt aber auch, in weniger als einer Woche werden viele Sachen vom letzten Jahr einfach verschwinden. Und ich möchte euch hier einfach nur kurz zeigen, was ihr noch so alles machen solltet, bevor ihr nicht mehr die Möglichkeit dazu habt. Und auf jeden Fall auch noch ein kleiner Reminder. Ich habe gerade noch ein Giveaway am Laufen, das ist am Sonntag um 16 Uhr zu Ende. Dort könnt ihr die Erweiterung The Final Shape plus noch den Jahrespass gewinnen. Ihr müsst dazu einfach nur auf den Link klicken, euch da anmelden und optional könnt ihr dann noch 3-4 Sachen aktivieren, um eure Chancen zu erhöhen, müsst ihr aber nicht. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der ersten Sache an. Fangen wir zuerst einmal mit den Into the Light Waffen an. Dieses Content Update wird verschwinden an sich, die Aktivität Ansturm und die normalen Waffen werden aber weiterhin droppen und werden in die Vorhut Ops verschoben. Was wir aber nicht mehr bekommen können, sind einmal die Shiny-Varianten mit den doppelten Perks und auch der All-Black-Shader und die Rüstung. Wobei der Shader und die Rüstung irgendwann zurückkommen werden, wir wissen aber noch nicht, wann genau. Das kann also noch ein bisschen dauern. Genauso wie die Halle der Helden, diese wird auch verschwinden und somit werden wir nicht mehr die Möglichkeit haben, unsere Lieblingswaffe, die wir gerne in einem richtig guten Roll haben wollen würden, zu fokussieren. Aber da jetzt seit diesem Dienstag hier eine doppelte erhöhte Chance für Shiny-Waffen eingestellt worden ist und wir auch doppelte Münzen bekommen, ist jetzt wirklich noch der gute und perfekte Zeitpunkt dafür, die Shiny-Waffen zu farmen und sich vielleicht noch die restlichen Rüstungen zu holen. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die saisonalen Aktivitäten von dem ganzen letzten Jahr. Alles, was aktuell im Helm ist, wird verschwinden. Das beinhaltet natürlich die saisonalen Aktivitäten, die Stories, die Titel und natürlich auch der Loot, wie zum Beispiel halt die Rüstungen und vor allen Dingen die Waffen, die wir auch als craftable Waffen uns holen können. Aktuell ist es so, wenn ihr noch Red Borders als Waffen offen habt, könnt ihr diese Aktivität spielen und jeden Tag bekommt ihr, wenn ihr diese Aktivität abgeschlossen habt in dieser Season, noch eine Waffe, die euch gefehlt hat, um den Bauplan zu vervollständigen. Also nutzt die Chance auf jeden Fall, spielt noch die Aktivitäten, wenn euch Waffen fehlen und wenn ihr vielleicht noch irgendwelche High-Stats-Rüstung haben wollt, könnt ihr die Engramme ohne Bedenken einfach einlösen, denn wie gesagt, es wird eh alles verschwinden. Noch dazu werden auch die exotischen Missionen verschwinden, die werden vermutlich auch irgendwann einmal zurückkehren, aber jetzt erstmal wären die dann auch komplett weg. Außer die zwei exotischen Missionen Stunde 0, und die Whisper, diese beiden exotischen Missionen bleiben, weil sie ja Teil von dem Update sind. Diese werden dann einfach in das Vermächtnis-Abteil verschoben. Und apropos Engramme, wenn ihr noch zum Beispiel bei Shax oder bei Zavala noch Engramme habt, könnt ihr die ruhig einlösen. Vielleicht droppt ja hier und da noch ein Godwolf für euch, man weiß es nicht. Denn diese Vorhut-Engramme zum Beispiel oder die Schmelztiger-Engramme werden alle resettet, die werden alle gelöscht und es wäre echt zu schade. Der nächste Punkt wären die legendären Bruchstücke, die nämlich auch mit The Final Shape entfernt werden, beziehungsweise sie keinen Nutzen mehr haben werden. Die könnt ihr jetzt in Ruhe ausgeben, um euch zum Beispiel Raid-Banner zu holen, euch Glimmer zu holen oder auf dem Mond euch von euren legendären Bruchstücken diese Illusionsfragmente zu holen. Diese kann man nämlich im Inventar einfach horten und kann sich dann hinterher davon auch wieder Glimmer holen. Und kommen wir jetzt noch zur letzten Sache. Die bezieht sich auf Raoul, denn dieser wird ja geupgradet und bekommt ungefähr so ein Level-System wie alle anderen Händler. Hier ist es so, wenn wir Engramme einlösen, werden wir ihn Stück für Stück leveln, Stufe für Stufe werden wir Belohnungen freischalten und ganz am Ende, wenn wir den Rang wieder resetten können auf 1, um ihn wieder neu zu leveln, werden wir als Belohnung ein Exo bekommen, was wir noch nicht haben. Was vermutlich dann von The Final Shape die Exos sein werden. Und das wird wohl auch die einzigste Möglichkeit sein, um an neue Exos ranzukommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Raoul leveln. Deswegen würde ich euch den Tipp geben, hortet eure Engramme, vor allen Dingen exotische Engramme. Denn die geben am meisten EP und ihr werdet Raoul ziemlich schnell ein gutes Stück höher haben. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Das sind jetzt noch die paar Sachen, die ich euch für die letzte Woche mitgeben möchte. Und denkt dran, am Montag werden die Server um 18 Uhr down gehen und dann bis zum nächsten Tag zu The Final Shape um 19 Uhr wieder live gehen. Bin mal gespannt, ob die Server wirklich um 19 Uhr laufen werden. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!